Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen parapsychologischen Untersuchung. Wie ihr seht, sind wir an einem dunklen Ort, deswegen leuchte ich mich gerade hier mit dem Jan selbst wunderbar aus. Und ja, das ist der sogenannte Honigbunker. Der Name ist Programm, warum können wir hier jetzt nicht sagen. Aber die Sache ist die, wir sind heute hier und schauen mal, wie es hier aussieht und ob es eventuell hier Aktivitäten gibt. Denn wie in jedem Bunker, der zu nationalsozialistischen Zeiten verwendet wurde, ist damit zu rechnen, dass es hier auch ein bisschen Leid gab. Vor allem war es wohl so gewesen, dass hier Schießübungen stattfanden und Sprengmaterial zumindest hertransportiert wurde, um das zu testen. Da gibt es hier wohl auch eine Schussanlage, beziehungsweise eine Schusswand, wo die Munition getestet wurde. Und ja, wir wollen einfach mal schauen, ob es hier in diesen, nennen wir es mal, gruseligen Gängen irgendwas zu finden gibt. Viel Spaß dabei. Genau. Ich habe die Thermalkamera dabei, ihr seht das gerade der Jan. Falls hier irgendwas mit einer veränderten Temperatur ist, ich lasse nicht die ganze Zeit so drauf, der Jan hat das K2. Und ja, wir erkunden jetzt den Bunker. Wie gesagt, ab und an tue ich mal die Thermalkamera mit rein, damit ihr auch seht, ob da was ist. So, und jetzt gehen wir einfach los. Weißt du, was ich als letztes gesehen hatte? Nein. Ein K2 mit Fieten. Je höher der Auslöser, desto geiler der. Ja, das gibt's auch. So, ihr seht, hier gibt es auch Bereiche, die sind mit Ziegelmauer. Hier waren es noch viele Bohrungen. Man hat hier wahrscheinlich auch versucht, Nazi-Gold oder Bernsteinzimmer zu finden. Und wenn man jetzt mal hier an die Decke schaut, und hier oben seht ihr, wie gesagt, das sammelt sich das Wasser, sieht wunderschön aus. Auch die Kalksteinablagerung, die später auch wieder das Sinterröhrchen bilden. Da oben seht ihr ein paar. So, wie gesagt, der Jan hat das K2 im Auge. Und wenn was ist, meldet er sich natürlich. Auf der Thermalkamera sieht es halt nicht besonders aus. Ihr seht, haben wir so 12 bis 13 Grad hier drin. Drehe mich mal kurz um. Das seht ihr aus der Richtung, wo wir gekommen sind. Das Licht, das uns euch entgegenkommt, ist eine Kamera, die wir schon aufgebaut haben. Können wir auch auf der Wärmebildkamera erkennen, als Wärmequelle ein bisschen. Das sieht man auch, da geht es gar nicht weiter. Da ist quasi ein Schütter dahinter. Ach, in der Mauer, wo der ja, aufgebohrt oder man, gestimmt das ist. Du hast recht. Wie gesagt, hier sieht ja sowieso aus wie Sackgasse. Was auch immer das hier war. Sieht fast aus wie eine alte Lore ohne Räder, kann aber ja eigentlich nicht und hier sein. Jetzt noch rein und hier links. Okay, ja. Hat sich so, ja. Was ist das Schönes? Gucken wir mal. Thermalkamera sagt nichts. Tja. Sieht aus, als wurde hier mal was aufgereiht oder so, wie erst im Lagerbereich. Ja, und hier hat halt jemand, was auch immer das ist, vielleicht wirklich eine Lore da vorne, aber dann fehlen ja hinten die Schienen. Ja, keine Ahnung, das ist kein Lore. Irgendwie ist das ein, weiß ich nicht, eine Abdeckung vielleicht. Auf jeden Fall sieht das, oder was ist da unten der Rest? Auf jeden Fall hat das jemand hier aufgestellt, damit man da durch das Loch klettern kann. Sieht aber nicht sehr vertrauenserweckend aus. Nee, ich versuche mal, ob ihr seht, oder ich noch hochhalte. So? Ja, ich denke schon. Also da geht es noch ein ganzes Stück weiter und nach links ist auch ein Abzweig, wenn ich das auf der Kamera richtig sehe. Wenn ihr euch mal anschaut, wie verrostet das Ding ist. Ich meine, guck mal, da kommen wir da her. Ja. Also das sieht mir nicht so. Also wir sind hier mit dem Björn hier, der ist ja Hardcore-Orexer, wir sind ja Wissenschaftler. Da reinzugucken überlassen wir den. Falls er da echt was findet, werden wir dann wohl auch durch müssen, aber ansonsten würden wir uns den Knacken tatsächlich knicken. Weil wie gesagt, ich versuche nochmal für euch so reinzuleuchten von näher. Ja, kannst du versuchen mal irgendwie mit Licht drüber? So, ich mache einen kleinen Schwenk. Aber wie gesagt,
Das lassen wir dann für den Björn. Ja, da hat jemand sein Fahrrad stehen. Auch interessant. Ja, da es aus Metall ist, hat es auch ordentlich schwer gezogen. Oh, hier. Irgendein Gitter. Ja, ihr seht oben diese Trennung. Das ist wärmer als der Rest. Und hier an den Seiten sind Halterungen, höchstwahrscheinlich für Stromkabel oder so gewesen. War ja damals bestimmt erst beleuchtet. Und da vorne ist irgendein Bogen, der rot aussieht. Schauen wir mal weiter. Ja, auch in den Gang sehen wir erstmal nur den Jan. Ja, hier wurde wieder was zugemauert, links und rechts. Hier war ein Durchgang. Interessant, fast wie ein schwaches Kreuzgewölbe. Schauen wir uns das mit der Thermalkamera an. Oh, nichts Besonderes. Hm? Nee, ich sage dir nichts Besonderes. Ist halt sehr dreckig. Ja, hier hat man wohl den ganzen Müll dann hingekarrt. Da ist auch ein richtig Mordstück Holz. Oh ja. Und ein Schuh. Da vorne lag der andere gerade 3 Meter entfernt von uns. Das sieht aus wie ein Balken, der teilweise gebrochen wäre. Ja, da sind mehr. Was hast du Schönes? Nö. Natsche quasi. Willst du damit weitergehen ohne deine? Ja, also. Ah, noch geht es, okay. Zeichen, ne? Hier riecht es ekelhaft. Ja, hier riecht es motrisch. Da ist Ende. Ja, gut, da müsste die eine Mauer sein, die wir gesehen haben. Und da links? Da ist wieder Wasser drin. Ganz hinten okay. Ist das Wasser gleich. Okay, hier ist nochmal so ein Strom gewesen. Also wir haben Gummistiefel dabei, mal gucken, wie weit wir kommen. Da geht's aber auch nicht weiter, ne? Hm? Da geht's aber auch nicht weiter. Da links? Geht's nicht weiter. Pass auf, nicht fallen. Nee. Geht's denn nicht hinter dem... Nein. Hinter der Säule rechts? Doch, sicher. Bist du sicher? Ja. Du musst ja Geld drauf finden. Ja. Hinter der Säule geht's doch da rechts weiter. Der macht doch einen Knick, der Gang. Na, vielleicht. Na, du meinst recht an. Aber gehen wir später rein, wenn wir dann die Stiefel haben. Hier oben ist auch noch ein Durchgang. Wenn wir beide Stiefel haben. Ja. Yeah. Jan, kannst du mir mal die Thermalkamera abnehmen? Ja. Soll das leuchten? Nee, ich brauche noch ein Handgerät zum Klettern. Wie soll ich das? Sonst haut es mir nämlich gleich runter. Mit meiner dritten Hand. Perfekt. Dafür habe ich schon mal jemanden mit 3 Händen gesucht. Ja, habe ich gemacht. Ja, ihr seht, da hinten wäre eh tot, selbst wenn es hier. Wie die Bergleute reinkriechen würden. Oh, schöne Sintauröhrchen da hinten. Vielleicht sind es gar keine, es könnten noch gut Wurzeln sein. So, ich gehe ja wieder runter. Hier ist dann die andere Wand, die wir vor uns gerade gesehen haben. War auch nichts Besonderes zu sehen ansonsten. Ja, wie gesagt, wir kommen dann später hier nochmal wieder. So, nach rechts. Labyrinth-Taktik. Immer. Wir erstmal geradeaus gehen. Nee, Labyrinth-Taktik. Immer rechts abbiegen. Da verläuft man sich weniger. Kommt. Ich hab den ja, an sich ist ja auch von der Temperatur nichts Besonderes. Hier kommt gleich was an. Ja? Björn kommt jetzt hier davon. Ja, okay, dann können wir da nicht weitergehen, bis du einen Stiefel hast. Björn kommt da vorne was, glaube ich.
Ich sehe noch nichts hier. Beziehungsweise ich könnte sogar theoretisch alleine. Kann man aber durch? Ja, durch das Ding in der Mitte. Ach, quasi, ja. Vielleicht geht aber auch der Gang links da drum. Aber hier wird es richtig schlammig worden. Jan, warte. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Ja, hinten drüben steht eine Weiterführung. So, gehen wir jetzt noch den letzten Gang da hinten ab. Da hinten? Genau. Ja, da sind wir nicht lang gegangen. Richtig. Die Thermalkamera sagt, dass alles noch gut aussieht. Nebenbei, wir haben schon das Monitoring gestartet. Hier seht ihr ein Licht, das erkläre ich gleich. Da hinten ist die Fullspektrum. Die filmt nach hinten Richtung Wand, ob sich das bewegt. Das Licht ist eine Lichtschranke, das sich dann zu der IR bewegt. Die steht da hinten mit dem Shadow Master und schaut, ob der Lichtstrahl unterbrochen wird, so zum Beispiel. Dann reagiert der. Parallel in dem ersten Gang, wenn man reinkommt rechts, wo wir angefangen haben zu filmen, steht noch die Sony, die die Tripwire filmt. Leider können wir mit der zweiten Tripwire gerade nicht arbeiten. Und die ist aus noch ungeklärten Umständen ausgefallen. Ja, ja, komm einfach hinter mir her, dann das kann gut gehen. So. Da hing auch mal was dran, ein Rohr vielleicht. Sieht aus wie eine Schelle. Ja, hier oben war ein Rohrwall dran, ne? Deswegen sag ich ja, das sah aus wie eine Schelle, ne? Ah ja, hier kommen noch mehr. Also hier verliefen dann Rohre. Oh, das sieht so relativ gut aus. So, das nebenbei der Shadow Master und die IR, die den überwacht. Hier ist auch noch eine kleine Nische. Aber auch nichts Besonderes. Sieht die Thermalkamera nebenbei genauso. Das ist der Björn. Okay. Ihr seht auch, wir haben unsere Stiefel jetzt angezogen, weil da vorne wird es etwas nass. Wir gehen auch nicht ganz so weit, wahrscheinlich wie der Björn. Hat der nicht gesagt, dass man hier klettern muss, oder? Ist auch nicht reingeklettert. Hä? Björn? Björn? Hier, huhu! Hast du was gefunden noch? Sau geil, oder? Da ist der Björn. War nicht geplant. Also, ich bin froh, dass ich dich dieses Mal durch dieses Loch nicht gequetscht habe, weil es geht wesentlich bequemer. Sehr gut. Ja, super. Wir wollten da gerade einen Rundgang machen. So, nochmal zurück in diesen Gang. Ja, ihr seht jetzt hier, fängt schon an, so zwischen Rost und Schlamm sich zu mischen. Da hinten ist Wasser. Ja, klar. Ja, ich sag ja noch. Das fängt an. Mal gucken, wie weit wir mit dem Wasser kommen. Also ich hatte anscheinend, wir sind so schlau, wir gehen dran vorbei, ne? Weil die Tschi-Glatschi. Ja, ja. Ihr seht, hier waren auch mal Licht, na klar. So, jetzt wird es feucht fröhlich hier. Ja, das Wasser hat entsprechend. Ja. Auf jeden Fall schon gar nicht mal so wenig Wasser. Nee. Ja, vorsichtig auf den Holz, ist rutschig. Ja, ich wollte allerdings vorbei. Wow, also um das mal zu zeigen, wir sind jetzt schon so knöchelhoch etwa. Kreuzen ist das Wanderns Lust. Ich würde nicht kreuzen, ich laufe geradeaus weiter. Mmh. Ja. Oh, hier riecht es sehr, sehr unschön. Ja, man merkt das aber, das ist dieses typische Grubenwasser, wenn man das auf. Schon zu tief. Wenn man das nämlich auf, stehendes Gewässer mit einem Flasche hinten aufwühlt, dann kommen manchmal ein paar Gase zum Vorschein. Ja, hier schaut. Kann auch manchmal kühlig sein, aber. Das. Björn hat das überlebt, wir überleben es auch. Gut, dass das kein Geruch ist hier von euch. Das ist echt widerlich. Ja, schön ist es nicht, aber hier. Du hast schon sowas, ein bisschen was vom Kloake. Ja, das auf jeden Fall. Das sieht man mal. Eine Winde oder sowas wahrscheinlich. Wahrscheinlich war das mal ein bewegliches Teil, was hier sich dann bewegt hat. Da oben noch Lampen. Ein Generator, Motor. In der Mitte ist ein Kabelschacht auf dem Boden. Okay, der ist dann tiefer, ne? Ja. Hier ist übrigens auch die Schießanlage. Oh, hier alles durchgerostet. Wahnsinn. Also wie gesagt,
Hier ist richtig widerlich. Kommt hier besser nicht rein. Ihr wisst zwar nicht, wo es ist, aber... Wir können ja auch kein Monitoring natürlich machen, klar. Nee, das funktioniert so nicht. Wir können einmal durchgehen, aber Monitoring wird, glaube ich, nicht wirklich. Ja, gucken, wie weit wir kommen. Wenn die Gänge immer tiefer werden, wird das Wasser natürlich auch tendenziell höher, ne? Ja, sehr wahrscheinlich sogar. Hier übrigens sind zwei Öfen, oder was soll das sein? Das links könnten Öfen sein, auf jeden Fall ein Verschluss. Rechts ist das nochmal das gleiche. Ja, wir gucken mal. Und dann hier hinten anscheinend ist diese Schussplatte, die ominöse. Ja, genau, da wurden dann wahrscheinlich die Schießübungen gemacht, wo die Munition getestet wurde. Hast du was gehört? Ah, ne, plätschert. Hörst du noch? Jetzt habe ich mich gerade bewegt. Das war ich übrigens. Ja, das war Jan. Nicht, dass irgendwelche Fake... Die Platte ist auch eindeutig wärmer. Hier 13. Klein Moment. Ungefähr gerade wärmer. Wow, wow, ja. Muss ich mal kurz zeigen. Da seht ihr an der Decke schon die wunderschönen Sinterröhrchen. Also ich sag's mal so. Das ist jetzt nicht so eine Location, wenn man sich leicht gruselt. Dadurch, dass man jetzt hier im Wasser steht, es sind überall um einen herum und herum dunkle Gänge. Das ist halt, wie gesagt, nicht für jeden was. Und es schallt hier auch schön. Ja, ja, wir gehen rein. Sofern das Wasser... Der Boden ist Beton quasi. Ja, wir steigen, das geht wieder hoch, also hier ist es flacher. Also ich wundere, dass das sich jetzt hier wie ein Schwimmbad anhört, ne? Ihr seht, wir warten hier im Wasser. Wir schwimmen quasi. Wir schwimmen, naja, fast. Ups. Ausfallschritte sind immer sehr ungünstig. Ja, da war so ein Boden, wo ich hängen geblieben. Weiß nicht, ob das wirklich Öfen waren. Da sind Steckdosen drin, kann eigentlich nicht sein, ne? Das sind vielleicht Waffenstände gewesen, oder? Irgend sowas. Aber eigentlich auch nicht, ne? Jedenfalls ist da Strom drin gewesen. Okay, vielleicht. Ich hab keine Ahnung. Ist das ein Buch? Da ist auch ein, nee, das ist ein Buch. Nee, das ist Schamottenstein, ne? Stimmt. Ja, Moment. Ist das ein Schwamm oder ein Schamottenstein? Also nee, nee, weder noch, das ist Dämmmaterial. Ach, Asbest, geil. Ne, das weiß ich jetzt nicht. Ich will es auch nicht genauso rausfinden. Ich spreche jetzt nicht in der Mitte durch. Bitte nicht. Nee. Da drüben die anderen zwei Öfen. Naja, Öfen, ne? Oder ja, wen hast du jetzt irgendwie genannt? Also die zwei verschlossenen Sicherheitseinrichtungen. Ich kann ja mal so ganz. Vielleicht konnte man mit dem Strom, der hier war, hier eine Bedienanlage, dass vielleicht irgendwelche Ziele vorgefahren sind. Hier auf der Platte, ja? Vielleicht war da Bedienanlagen drin, dass man da was gedrückt hat und dann sind hier Ziele rausgefahren irgendwo. Aus, guck mal den Boden hier zum Beispiel, das sieht doch komisch aus. Wofür war das hier wohl? Ja, das kann gut sein, dass hier so eine Zielanlage war. Ich meine, wenn hier Waffen getestet wurden. Ja. Ich meine, das da hinten ist ja nicht ein Schussblock, wo man reinschießt. Das ist ja theoretisch einfach nur, wenn die Schüsse durch irgendwelche Ziele durchballern. Vielleicht, genau. Dass das da hinten aufprallt und nicht einfach irgendwo durchschlägt. Eben, man will ja nicht im Bunker ganz. Also ganz ehrlich, das ist 100% sowas. Wenn ich mir sogar so interessant finde ich. Ah, das sind Bohrlöcher. Was? Die Löcher, hier sind Löcher gebohrt. Damit, ich weiß nicht, vielleicht damit man einen Winkel einstellen konnte oder so. Auf jeden Fall konnte man hier garantiert was drauf montieren. Das sind sehr schwere Arbeitsplatte. Aber weiter hinten ist hier nichts mehr. Oh, warte mal, hier ist doch noch was. Wie komme ich jetzt am besten nach hinten? Hast du gehört? Nee. Das war krass. Was hast du gehört? Das war wie, als ob einer an der Wand so alle 5 Meter so einmal klopft. An die Wand, die Wendy? Nein, so auf irgendeinem Gang, also so tock, 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 immer weiter näher. Oh! Das Poltern! Ja, hab ich gesagt. Das klang wie fast schon über uns. Ob das Björn war? Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich hab halt das. Kam irgendwie, weil ich das im Ohr, als ob das näher kommt. Also, ich hoffe, ihr hört das auf der Aufnahme. Es klang gerade so, als wenn hier was gepoltert hat. Ja, das Klopfen gehört jetzt zum Poltern, nenn ich's mal. Hier ist, wenn Steine gerollt werden. Nochmal sowas, das wie ein Verschluss aussieht, noch viel größer. Und total verrostet. Okay.
Also wie gesagt, das Kolben hat schon irgendwo aus der Richtung. Ich konnte es nicht genau ausmachen. Mhm. Hier ist nämlich der Kabelschacht, den Jan erwähnt hat. Okay, wo gehen wir lang? Da lang oder links? Erstmal da lang. Okay, dann. So, Vorsicht. Achso, du musst ja vor, Entschuldigung. Test jeden Schritt vorsichtig an. Obwohl ich gar nicht auch vorgehen kann, so ein K2 ist, eine, wirst du ja Bescheid sagen. Das sieht aus wie ein Luftschleuser oder so da oben. Belüftung wahrscheinlich. Oh, jetzt ist langsam tiefer, aufpassen, Ecki. Ja. Bei mir ist es kurz vor knapp, glaube ich, fast schon. Sag Bescheid, wenn es zu weit ist, ja, dann drehen wir um. Solange wir keine großen Wellen machen, geht das noch ein bisschen. Ja, das Problem ist nur, wenn ich irgendwie stolper, weil ich so eine Tüte mich wieder festhält, ne? Also ich habe noch ungefähr so eine Handbreit. Schau mal, wie ich stehe. Also ich glaube, dass wenn ich weitergehe, wird es nass für mich. Okay, dann machen wir hier einen Cut, oder? Ich gehe noch mal kurz ein, zwei Schritte, um die Schaltanlage zu zeigen. Da, links, wieder klopfen. Hier. Das Metall vibriert irgendwie. Hallo? Ich hoffe, man hört es wirklich. Ah, ganz laut da hinten. Gerade dumm. Na dann, auf mit uns. Wir müssen auch Björn mal fragen. Er das gehört, der war ja auch schon hier. Hast du das? Die Geräusche werden lauter, oder? Wir werden es jetzt auf jeden Fall auch durchgehen. Ich habe keine Hilfe. Ach, nein. Normalerweise ist es so viel, wie die große Bäume, sondern wir gehen dann im Wasser selbst. Das Problem ist, es schreit so sehr, ich verstehe dich gar nicht. Hier war auch irgendwann ein Stromgerät drin. Ja, ich sehe es. Nee, das Plätschern ist so laut. Pass auf, da ist er. Nee. Vor uns, ganz lauter Schritt. Ganz laut. Also so richtig. Wie wir laufen? Also jetzt, wieso? Nur halt ohne Wasser. Ah, das ist nur vorsichtig. Ist hier jemand? Hier ist ein Notausschalter. Die kann man nämlich gleich links einfach durch das Gitter gucken, ne? Ja, gehen auch. Auch wenn ich das nicht gerne möchte. Hast du gehört? Ja, wie ein großer Tropfen. Nee. Das war ich. Hier sind noch überall auf einmal noch Schuhe. Guck mal, da hinten geht es noch weiter. Oh, da leuchtet was. Das reflektiert noch, oder? Ja. Okay, da geht es nicht weiter. Da ist aber ein Schwimm eingestellt. Also, hier, da ist der Eingang, wo wir vor uns auf der Anseite von Gitter. Genau. Ich bin ja wieder fragen, ob er das kurz noch gehört hat. Vielleicht war es er ja auch selbst. Das hatte ich gerade kurz gesagt. Ja, vielleicht ist er. Schaut mal. Wahnsinn. Eine richtige Wand gebildet. Also hier steht auf jeden Fall manchmal am Wasser drin, das merkt man. Ja, hier ist übrigens alles eingestürzt. Okay. Da war sogar mal eine Wand. Die sieht irgendwie gewollt aus, die Wand ist eingerissen. Das Lächerliche ist. Okay. Das Lächerliche ist, diese Steine hier, die hier liegen, die sind normalerweise gebraucht worden, die ganzen Wände hier reinzuziehen. Richtig. Deswegen sehr schön, die Wand. Die sieht so richtig. Wie diese Wand hier zerstört wurde.
die Erde, also von da oben. Aber ihr was Ziegel durchgekippt? Keine Ahnung. Nimmst du mal die Kamera bitte? Ich brauche einfach eine Hand frei, um mich zu stützen. Ich gehe da mal hoch. Möchtest du festhalten? Nee. Brauchst du nicht, danke schön. Dahinter geht es noch weiter. Da ist noch eine Tür und eine Trennwand. Willst du da lang? Eigentlich ja schon. Problem ist, ich muss gucken, ob ich hier überhaupt noch wieder hochkomme. Das sieht hier nämlich gerade echt gefährlich aus. Ey, wir können Burn fragen. Könnte sein, dass man von seinem Eingang da reinkommt. Da steht noch Wasser. Hast du das gehört? Ja, ich hab dich gehört. Ich muss nur jetzt einen kurzen Überblick verschaffen. Ja, okay, ich komme zurück. So. Die Matratze will ich ungern berühren. Nee, man kommt hier gut lang, Jan. Ja? Ja. So. Widerlich. Da sind wir gerade durchgegangen. Ja, das ist eklig. Ja. Hier pfeift's. Das ist richtig krass. Oh, hier ist. Was? Kommt da was runter? Ne, Gas. Wow, eine Entlüftung. Und oben hört er, ist noch die Bahn. Oh, krass. Schon beeindruckend. Hätte man auch einsteigen können. Aber wenn du da reinkommst und alles ist zu, hast du ein Problem. Ne? Ach, habe auch schon Videos gesehen. Da sind die senkrechtes Rohr. Du hast irgendwas aus Plaster zertreten. Ja, ich habe aus Versehen Glas zertreten. Scheiße. Ich hoffe, das hat jetzt nicht irgendwie meinen. Kannst du mal kurz gucken, ob der FZ... Warte gleich. Da geht's ja auch noch lang hier. Boah, da geht's auch noch ein ganzes Stück weiter. Ah. Da oben geht's in die Freiheit. Jans, geht nicht viel weiter. Ich komm gleich wieder. Die Dinger hier sind so verschachtelt, dass es wie ein Labyrinth. Oh, hier gehe ich jetzt nicht durch. So, schnell zurück zu Jan. Na, wollen wir da durch? Gut, ist sie ja. Die geht, glaube ich, einmal rauf, dann ist sie kaputt. Also, ich habe ja die Flügel, glaube ich. Die ist fest. Aber es ist ähnlich viel, brauchst nicht kommen. Ja, da geht's auch raus. Ich will mal kurz aber das Menü angucken. Ist die Tür alarmgesichert? Ich glaube, die Tür war mal alarmgesichert da vorne. Auf jeden Fall ein Kabel lang, aber das ist schon lange, lange her. So, darfst du. Das ist unsere Ghostbox. Eine der wenigen, die wirklich auch mal gut sind. Habe ich in einem extra Video erklärt. Würde jetzt zu lange dauern, das nochmal zu erklären, weil es doch relativ aufwendig ist, das richtig zu kalibrieren. Und ja, wir hören jetzt mal rein, ob wir hier vielleicht ein paar Stimmen hören. Ihr hört aber jetzt schon durch den eingebauten Wobbelfilter, kommen hier keine Stimmen durch, die ja aus normalen Radiofrequenzen oder so stammen. Wir versuchen mal zu hören, ob hier irgendwas durchkommt. Können wir nochmal zu der Tür gehen? Ich finde, da hört man das Klopfen am besten. Möchtest du uns irgendetwas sagen? Wir haben hier vor uns ein Klopfen gehört. Hat wieder geklopft. Du kannst auch mit uns reden. Klopfen ist nicht nötig. Wir können aber gerne so machen. Einmal klopfen ist ja, zweimal klopfen ist nein.
Erste Frage. Kannst du uns verstehen? Kannst du das hier wiederholen? Es hat vor uns mehr geklopft, oder? Ja. Lebst du hier? Ist das ganze Wasser nicht störend? Was war dein Dienstgrad? Sag mal, hier wurden doch Schusswaffen getestet, gerade hier, wo wir stehen, ne? Den kleinen Raum, oder? Gibt es irgendwas, was du uns mitteilen möchtest? Wir hören dir zu. Nee. Machen wir das zurück? Ja.
Und damit herzlich willkommen zur Nachbesprechung. Ja, als wir im Honigbunker selbst unterwegs waren, haben wir vor Ort eigentlich nur dieses Klopfen oder Klackern gehört, was von der oder höchstwahrscheinlich von der Flasche stammte, die hinter der Bunkertür lag, nahe des Schießstandes. Gut, wir konnten es jetzt selber niemals genau aufnehmen, aber es hat schon gepasst, weil man hat gesehen, dass die Flasche sich auch mal bewegt hat, auch wenn das nicht auf dem Video war. Und die hat zumindest ähnliche Geräusche gemacht, deswegen dieses Klopfen, was wir dort vor Ort gehört hatten, war höchstwahrscheinlich immer die Flasche gewesen, die durch die Wellenbewegung, wenn wir uns bewegt haben, dann hin und her bewegt wurde. Ansonsten haben wir ja, sag mal, live nicht wirklich was Besonderes ansonsten mitbekommen, außer ich fand den Ort halt sehr, sehr spannend, weil obwohl es Bunker ist, hat er so viele Bereiche. Dieser ganz normale trockene Bereich, der ein bisschen steril wirkt, sage ich mal, wie man das so von einem Bunker kennt. Und dann aber auch noch dieser feuchte Bereich, wo das Wasser steht, sehr, sehr spannend. Und dann weiter hinten, ja, wo auch dieses Abgasrohr, das Abluftrohr nach oben führte, der auch wieder komplett anders aussah, schon sehr spannend. Was aber natürlich bei der Sichtung, was ihr jetzt ja auch im Video schon gesehen habt, wir beim Monitoring mit der Sony-Kamera sehen konnten und auch hören, war ja dieses Licht, was einmal langsam mit ungefähr 4,3 km/h Richtung Kamera ging und dann an der vorbeizog, später noch mal kurz einen Frame, höchstwahrscheinlich auf einer Art Rückweg, sage ich mal, super schnell sich bewegt haben muss, weil es war halt nur ein Frame und deswegen aufploppte. Und ja, bei diesen Lichtern ist halt die Frage, was kann Staub sein, kann es ein Insekt sein, sind es Wassertropfen? Sieht hier alles in dem Fall nicht so aus, also kann ich jetzt alles dreist nicht bejahen. Staub bewegt sich ein bisschen anders, ist, vor allem die Sony selbst hat keine IR-Funktion, deswegen ist das auch kein reflektiertes IR-Licht. Gerade bei IR-Kameras ist es sehr, sehr, sehr häufig, dass angestrahlte Objekte reflektieren. Wir hatten zur Unterstützung eine mittlere Lampe gehabt, die nach oben gerichtet war im Gang, aber die hat die ganze Zeit nichts angestrahlt und der Winkel würde auch nicht passen von den Lichtquellen, dass die damit drinne wären und vor allem nicht für eine so lange Zeit. Deswegen Staub und Regentropfen oder Wassertropfen allgemein eigentlich ausgeschlossen werden können. Bleibt noch die Frage, ob das vielleicht ein Insekt war. Gut, und selbst durch das Insekt würde mir jetzt nicht einfallen, das krabbelt erst recht nicht in Deutschland. Es könnte natürlich ein Insekt sein, was zur Klasse Coleoptera gehört, also die auch wirklich dann Panzer haben, die gut Licht reflektieren, aber auch hier hätten wir das Problem, dass der Winkel der Lampe nicht stimmen würde, um so eine Reflexion zu verursachen. Von daher, das ist erstmal ungeklärt. Könnte eine Form von Energie gewesen sein, wie ein langsames Orb. Ob das jetzt wirklich über den Boden gekrabbelt ist oder sich vielleicht nur wirklich langsam im Raum bewegt hat, lässt sich von der Perspektive nicht abschätzen. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde es über den Boden krabbeln. Aber das kann eine Perspektivtäuschung sein. Es kann auch sein, dass es mitten im Raum ist und nur so wirkt, weil es an der Kamera näher dran ist, als man vielleicht vermutet. Wie gesagt, das ist schwer zu sagen, aber es könnte tatsächlich ein Orb sein. Eine plausible Erklärung könnte ich jetzt ansonsten so hier nicht bieten. Ja, dann haben wir noch die Geräusche. Die Geräusche fingen beim gesamten Monitoring bei Stunde 1:40 an, also Stunde 40 Minuten. Und das heißt, wir hatten ungefähr 100 Minuten, bevor die Geräusche waren, Aufnahmen schon gestartet, die ich natürlich auch gesichtet und mir gehört habe. Und man hörte eigentlich nie was, außer uns vielleicht mal ein bisschen Hintergrund, wenn wir da in der Nähe unterwegs waren, was ja auch vollkommen okay ist. Aber kein Tropfen, nicht nur das Surren der Fliege. Ja, wir hatten ein, zwei Fluginsekten da gehabt. Wir haben auch mit mehr gerechnet. Also, aber man hört die ganze Zeit ansonsten eigentlich nichts. Und dann fängt auf einmal ja so eine Geräuschkulisse an. Also wir haben ja insgesamt, wenn man zählt, so 10 bis 20 verschiedene Knackgeräusche gehabt. Ein paar davon könnte ich mich darauf natürlich auch einlassen, dass es Tropfen ist. Ein paar klingen tatsächlich so, als wenn es ein Tropfen ist. Aber dann gibt es noch die anderen, die so ja, außerhalb dieses Geräuschpegels liegen, die wirklich wie ein Klacken sind, wie ein Sturmfeuerzeug zum Beispiel aufmacht oder irgendeine Verschlusskappe schließt etc. pp. Und ganz am Ende haben wir noch das, was wirklich klingt wie ein Stein, den man wirft und der dann ein, zwei, drei vielleicht mal dann noch hinterher irgendwie aufprallt im Gang, was allerdings hinter der Kamera stattgefunden haben musste, weil vor der Kamera sieht man halt keine Bewegung.
Das ist auch eine sehr komische Sache und ich kann jetzt auch nicht sagen, woher es kommt. Wie gesagt, bei manchen der Geräusche kann man sich auf Tropfen einlassen, doch andere sind so laut, eigentlich können das keine Geräusche sein. Maximal, wenn ein Tropfen vielleicht genau auf das Audio, also auf das Mikrofon der Kamera gekommen wäre, aber die Kamera war komplett trocken. Wie gesagt, es gab zwar immer ein paar Tropfen, man sah auch im Gang oben, dass natürlich schon Wasser stand, muss ja auch ab und an. Ansonsten wäre die Frage erstens, wie kommt das Wasser rein? Zweitens, wie kommen Sinterröhrchen zustande? Nur dass alles auf einmal sich dann von insgesamt 3 Stunden Monitoring auf 16 Minuten fokussiert und danach und davor nichts mehr. Das ist ein bisschen sehr seltsam. Und dann haben wir natürlich noch die Tripwire, die einmal auf Maximalausschlag war und einmal nur ganz kurz 2 Abschnitte auf Blau. Und Maximalausschlag sind über 20 Milligauss, das ist relativ viel. Dafür müsste ich mit einem Magneten komplett rangehen. Eine normale Energiequelle, wie eine normale Lampe, würde auch nicht ausreichen. Die, wenn man eine gut hat, endet so bei 10 Milligauss. Wenn man natürlich eine hat, die schlecht isoliert ist, ich glaube, solche gibt es auch in Deutschland gar nicht. Könnte natürlich sein, wenn es ganz schlecht isoliert ist, dass auch mehr elektromagnetische Strahlung ausstrahlt. Aber das ist ja ein ungewünschter Nebeneffekt. Also wir haben hier auch eine starke Energie, wenn auch nur kurz und einmalig gemessen, die auch noch relativ zeitnah zu diesen, ja ich sage mal, Lichtscheiben war. Und dann auch noch relativ viele Geräusche. Wir haben das zusammengezählt, ausgerechnet. Wir kommen insgesamt auf einen Parascore von 6. Und ja, wenn ihr das Video gesehen habt, wisst ihr es, wir haben 3 Bereiche bis 5. Bis 10 und größer 10 und jetzt sind wir hier im Bereich, sag ich mal, Größe 5, aber kleiner vielleicht 10. Und das ist der Bereich, wo man sagen kann, es ist plausibel. Also die Frage, ist hier ein Spukort, findet hier Spuk statt, ist plausibel. Das bedeutet, es ist insgesamt noch zu wenig, um zu sagen, hier spukt es auf jeden Fall. Es kann also tatsächlich noch sein, dass diese ganzen Sachen alles Zufallserscheinungen sind. Gut, wir haben wie gesagt nur einmal dieses starke Magnetfeld und Bereich mit Geräuschkulissen, aber das ist noch nicht aussagekräftig genug, um dann das wirklich zu verifizieren. Auf der anderen Seite ist es aber auch zu viel, um zu sagen, ja, das war alles Zufall, das war nichts, die Energiequelle, woher auch immer die kommt und die Geräusche, die anderen, das war, dafür war es dann wiederum halt schon zu viel, um das einfach, sag ich mal so, wissenschaftlich wegzuwischen. Es ist ein spannender Ort. Wir haben davon ungefähr ein Viertel gesehen. Bei Björn, also bei Mr. und Mrs. Lust im Video, seht ihr noch die anderen Bereiche. Es sind noch sehr, sehr tolle Bereiche. Er hat ja in einem alten Video schon mal den Bereich, wo wir jetzt waren, abgegangen, großteils. Und den Rest, der hat ja jetzt dazu gefolgt. Und gern könnt ihr euch das mal anschauen. Wir waren in dem Bereich nicht. Wir hatten mit dem einen Bereich schon genug zu tun. Wie immer hoffen wir, es hat euch gefallen. Freuen uns natürlich auf eure Kommentare. Ein Daumen hoch ist auch natürlich immer ganz nett und ganz hilfreich. Und ansonsten würde ich sagen, macht's nicht gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was. Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.